Hallo und willkommen zurück zu Black Mirror 2. Wir haben zuletzt Angelinas Brief bekommen mit irgendwelchen verschlüsselten Hinweisen und sonst irgendwas. Es ging um irgendeinen Deutschen. Ich muss nochmal mich eben rein. Angelina hat den Brief an sich selber geschickt. Das war ihre Versicherung. Sie wusste, wenn ihr etwas geschehen sollte, würde dieser Brief auffallen. Und wenn nichts geschehen wäre, hätte sie den Brief heute einfach in den Müll geworfen. Wäre es doch nur so gewesen. Mal sehen. Nochmal bitte kurz. Wenn das hier jemand liest, dann ist etwas schief. Lösung konnten zwei Geschichten erzählende Brüder aus Deutschland. Und ich versuche Informationen über das Schloss. Brüder aus Deutschland. KKM. Ich fühle mich bedroht und verfolgt von einem Mann namens Reginald. Ja, ich KKM 6217 irgendwas. Ich weiß irgendwie noch gar nicht richtig, was ich damit anfangen soll. Werd einfach mal rausgehen. Mal gucken, ob sich jetzt was ergeben hat. Das ist unsere Karte, die ich noch gar nicht richtig immer angeguckt hatte. Hier sieht man auch die Symbole aus Black Mirror 1. Wo Samuel halt immer diese Symbole gefunden hat im ersten Teil, ja, wo dann die Morde passiert sind. Trotzdem, was ist das hier? Warum sind das jetzt zwei, drei verschiedene Orte? Ich kann aber nirgendwo jetzt hier hin. Ich kann nur, gut, was ist das? Der Jahrmarkt. Vielleicht weiß er irgendwas. Können wir mit ihm reden? Ich hab dem Kerl nichts mehr zu sagen. Nee, dann direkt weg und in den Pub. Vielleicht wissen die... Ach nee, der war ja zu, ne? Ach, Bobby hat die Tür abgesperrt. Ach ja. Hier ist heute Nacht nichts mehr los. Dann bitte zurück. Wenn das jetzt auch nicht klappt, dann gehe ich auch nochmal zum... Ah, oh, die Musik ist voll laut. Dann gehe ich nochmal zurück zu diesem Schachteil in Angelinas Zimmer und versuche das mal aufzukriegen. Geht das denn jetzt mit dem Aufschließen hier? Ich dachte halt, wir könnten hier mal rein einbrechen. Warum nicht? Wir müssen ja das Buch noch lesen. Wir müssen ja irgendwie, ja... Schade, dass er mit dem Einbruchswerkzeug nicht einfach die Museumstür einbrechen kann. Ich verstehe es nicht. Obwohl es hier ständig regnet, ist es scheint wohl... Ja. Aber irgendwas muss man ja hier noch tun können, oder nicht? Ich gehe erstmal zu diesem Schachtteil zurück und mal gucken, ob er jetzt was anderes dazu sagt, weil da so ein Code ist. Vielleicht kann man den ja jetzt eingeben. Keine Ahnung. Jetzt schlurf doch nicht so, Darren. Wir haben eine wichtige Mission. Er pennt immer noch. Aber hier gibt's auch nichts mehr zu holen, oder? Ja. Sagt er jetzt was dazu? Das ist der Deckel, den Angelina in ihrem Brief erwähnt hat. Irgendwie hat sie es geschafft, den Deckel zu öffnen. Ja. Die Kombination muss etwas mit den Zahlen zu tun haben, die sie in ihren Notizen geschrieben hat. Ja. Aber was? Versuch's doch mal. Die Kombination muss etwas mit den Zahlen zu tun haben, die sie in ihren Notizen geschrieben hat. Aber was? Ja, aber kannst du da denn nicht irgendwas eingeben? Kannst du dir das nicht mal angucken? Können wir da nicht irgendwie so ein bisschen rumdrehen und dann aufmachen? Einfach, warum denn nicht? Was soll ich denn machen? Ihr sprengt den Kram auf, weiß ich doch nicht. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Zwei Brüder... Ach, warte mal. Vielleicht hier am Bücherregal... Ist da was mit zwei Deutschen? Hier die Gebrüder Grimm? Oder so? In dem Buch? Vielleicht steht da der Code drin oder irgendwie so?
wie war das noch? Zwei Geschichten erzählende Brüder aus Deutschland? Haha. Und hier steht ein Buch. Die Märchen der Gebrüder Grimm. Wow, wie bin ich gut? Das muss es sein. Ha! Ich bin so gut. Ich bin Im so gut. Im Inhaltsverzeichnis stehen 15 ausgewählte Märchen. Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich. Mhm. KHM 12, Rapunzel. Ja, und so weiter. Bis KHM 187. Ja, und wir wollten doch irgendwas mit 17. Genau das steht doch auch in Angelinas Brief. KHM und dann einige Nummern. Ich nehme das Inhaltsverzeichnis mit. Toll. Ach, Mensch, was bin ich doch manchmal doch mal klug. Wo ich doch Schade sonst mal Buch. So doof bin. Aber in den nächsten 100 Jahren hätte es wohl ohnehin niemand gelesen. Doch, ich. Ich mag die Gebrüder Grimm-Märchen. Deswegen bin ich da jetzt auch so schnell drauf gekommen. Das ist das Inhaltsverzeichnis aus dem Buch Die Märchen der Gebrüder. Ja. Ich weiß zwar nicht, was ich da jetzt noch mitmachen soll, aber jetzt gehst du mal erstmal dahin. Und dann kriegen wir den Tresor-Dings-Bums-Schacht-Deckel auf. So. Neuer Plan. Ah, ich muss den Zettel jetzt nehmen, ne? Dann wollen wir mal. Oder auch nicht. Geht auch so. Was mache ich denn jetzt? Ach, jetzt geht das. Wie, was? Jetzt kann ich das benutzen. Das ist ja toll. Aha. Ja. Da hört mein Klugsein dann auch schon wieder auf. Ja. Ich weiß jetzt nicht, es muss nach einer bestimmten Reihenfolge gehen. Wo ist aber der Anfang? Hier ist, also ich nehme das hier mal als Anfang. Aber ich muss doch da irgendwie in die Notizen mal gucken können. Was soll ich denn ohne die Notizen? Links, rechts, links, rechts. Okay, das ist toll, aber... Da sind so Symbole auch drauf zu sehen. Ich kann es aber nicht so super erkennen. Nicht wirklich. Sieht aus wie eine Schlange oder so. Keine Ahnung, was das ist. Es ist ein Frosch. Ein Rabe. Schlange oder so. Und das weiß ich nicht. Und das sind immer dieselben. Ja, dann geh mal raus. Das war's noch nicht. Irgendwas mache ich falsch. Ja, ich habe ja auch keinen Hin. Ich kann ja nicht nebenbei immer mal da reingucken. Das ist ja total doof. Das ist das Inhaltsverzeichnis. Ja. Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich? Ja, aber wonach gehe ich denn jetzt? Einfach nach der Reihenfolge oder... Dann kommt ja erst der Frosch. Und eine Eins. Dann kommt... Hier ist eine Schlange, hier haben wir einen Raben. Ja, und das Letzte weiß ich halt nicht. Das ist das Problem. Ich kann das nicht erkennen. Ist in ihrem Brief da noch genaueres? Angelina hat den Brief und wenn nichts geschehen wäre, hätte sie den Brief heute einmal ja. sehen. Ja. Ihre Notiz war... Wenn das hier jemand liest, dann Moment ist etwas mal, muss ich mir mal aufschreiben. Mein Name ist Angelina Morgan. Und ich versuche Informationen über das Schloss KKM. Die Familie der Gordons und einen Geheimbund zu 62. Ich fühle mich bedroht 17, und verfolgt von einem Mann namens 1, Reginald Boris. Bitte 25. Kontaktieren Sie die Polizei und Darren. So. Dann wollen wir mal. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht erstmal den Frosch. Weil der am Anfang halt auch kam. Und dazu dann die... Weiß ich nicht, die 62. Nee, das ist nicht die 62. Haben wir hier eine Dach? Da ist eine 62. Also so wollte sie das, ja. 62. 17. 1. 25. Also... Das ist 62, 17, 1 und 25 sind ja schon mal von den Himmelsrichtungen dann zu jedem Kreis passend. Nur ist es ja aber so, dass nach der 62 immer die 25 kommt, aber nach ihrer Reihenfolge erst als letztes.
Deswegen weiß ich nicht, ob das halt irgendwie eine bestimmte Reihenfolge jetzt haben soll. Dann kam, glaube ich, der Rabe. Dann keine Ahnung. Nee, die Schlange. Oder erst der Rabe, dann die Schlange. Dann die Schlange. Ja, und dann das komische andere Ding. Hä? Also 62 zuerst. Irgendwie verstehe ich das noch nicht so ganz. Das war's noch nicht. Das ist das Inhalt. Ja, der Froschkönig. Aber wenn hier jetzt eine 1 nebensteht, dann... Muss ich jetzt nach den Zahlen gehen oder nach denen, die sie gesagt hat? Ich meine, eigentlich passen ja ihre schon. Weil, wie gesagt, zu jedem ein Kreis. Aber ich check's nicht. Nicht so wirklich. Ich bin da nicht so grad... Ne? 62 wäre dann ja die Bienenkönigin. Gibt's da eine Biene? Ist dieser komische Kopf die Biene? Ich schreibe mal Biene einfach auf. Was wäre denn dann 17? Ach, die Schlange. Dann soll das bestimmt eine Biene sein. Die 1 ist der Frosch. Und 25 der Rabe. Das passt ja. Jetzt muss ich nur noch die richtige Reihenfolge hier drauf finden. Aber von den Zusammengehörigkeitsdingern müsste es ja hinhauen dann. Dann wäre die 62 die Biene. Die Biene. Ah ja, das ist ein Bienenkopf. Jetzt check ich das auch. Dann kommt die 17. Das ist die Schlange. Dann die 1 ist der Frosch, ist schon. Und 25 der Rabe. Ja, super! Was ist das? Woo. Ich habe ein leises Klicken gehört. Cool, ich hab's geschafft. Mensch, ich bin ja heute richtig gut drauf hier bei Black Mirror. Ich bin mal nicht so doof und lahm und kann ja sogar denken. Toll, ich bin ein Point-and-Click-Spieler. Ein widerlicher Gestank. Das dürfte die Kanalisation sein. Oder ein Loch, das als Kanalisation missbraucht wird. Geh rein da, egal. Wir kommen voran, Darren. Geh jetzt in das stinkende, eklige Loch. Kannst du was sehen? Brauchst du Licht? Fall rein? Es ist stockdunkel. Ich kann nicht erkennen, wie tief es ist. Aber ich glaube, ich muss da runter. Irgendwo dort könnte Angelina gefangen gehalten werden. Ich weiß es. Könnte sein. Was soll ich jetzt machen? Licht machen. Hier. Wunderkerze. Es ist nur noch ein einziges Streichholz in der Schachtel. Ich sollte mir genau überlegen, was ich damit anstelle. Ja, anstelle. Vielleicht das reinwerfen, dann hast du Licht. Mann, was soll ich denn sonst machen? Wie mache ich denn jetzt Licht? Vielleicht mit dem... Nee. Ich brauche Licht. Ohne hier. Licht ist die Chance, dass ich mich verletze und selber gerettet werden muss, höher als die Chance, dass ich Angelina finde. Schmeiß doch einfach die Lampe da rein, ey. Das wäre mir doch alles die Wurscht. Hier ist noch eine Lampe, einfach mal runter. Ach, keine Ahnung. Streichholz, Wunderkerze. Es ist nur noch ein einziges... Nee. Ich bin ja so vorsichtig. Fackel dein Papier an oder den Brief oder das Inhaltsverzeichnis oder. Vielleicht diesen komischen... Das komische Andenken-Dings. Ja, erstmal die Tür zumachen. Genau. Zur Lobby. Kannst du dir nicht so ein Andenken-Dings holen, weil das leuchtet und das wirfst du dann da unten rein? Das oh. Gibt's doch nicht. Oh, oh. Der schläft tief und fest. Hey, Mann! Aufwachen! Wie? Was? Na, das wurde auch mal Zeit. Was? Was kann ich für Sie tun? Wir wollen ein anderes Zimmer. Es stinkt im gesamten Flur nach Gülle. Ich, selbstverständlich. Ups. Momentan wüsste ich nichts, was ich Mary fragen könnte.
Was mit den Andenken? Komm, wir brauchen Licht. Aha. Leuchtet in drei verschiedenen Farben. Oh Mann. Ja, leuchtet. Ich hasse mich schon jetzt dafür, aber ich brauche Licht und ich brauche es jetzt. Genau. Perfekt. Endlich. Eine ausgezeichnete Wahl, Sir. Ja. Zeugt von Ihrem guten Geschmack. Ich weiß. Halten Sie einfach die Klappe. Batterien? Die Batterien passen und ich hab Licht. Ab in den Untergrund. Ja, tschüss. Alexis kommt voran. Alexis kommt voran. Und das nur, weil ich in diesem Part so gut vorangekommen bin. Weil ich so klug bin. Ja, weil ich ja heute so klug bin. Aber nur in diesem Part. Wahrscheinlich in den nächsten geht's wieder bergab mit meinem Hirn. Ich weiß es noch nicht. Ich würde aber sagen, was uns in diesem Loch hier erwartet, das machen wir im nächsten Part. Und da freue ich mich auch jetzt ganz doll drauf. Und freue mich auch, wenn ihr weiter dabei seid. Also schaltet ein. Bis dann. Ciao.